Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen zu 99 Problems, der besten Radioshow der Währungsunion. Mein Name ist Felix Lobrecht. Ich spiele hier meine Musik und zwischendurch löse ich eure Probleme und ich mache euer Leben ein bisschen besser. So ist es auch bei der nächsten jungen Dame. Sie heißt Luna. Ein Applaus für Luna, bitte! Reicht! Bitte schneller aufhören. Wir müssen hier mit der Sendezeit haushalten und wir haben noch nichts von Luna gehört. Wir wissen noch nicht, ob sie vielleicht doof ist. Bist du doof, Luna? Nee, oder? Nee, du bist super. Ich hatte richtig, ich habe nur gelesen, dass hier eine Luna kommt. Ich hatte richtig Angst, dass die Schwiegertochter hier gleich sitzt. Und mir irgendwie erzählt, mein Vater ist ständig besoffen und ich muss ständig in so scheiß Filmen mitspielen. Und irgendwie heiße ich Luna. Das passt gar nicht zu mir. Na, oder? Sie sieht nicht aus wie eine Luna. Du siehst aus wie eine Luna. Ja, oder? Finde ich auch. Ja, Luna. Du kommst aus Aachen? Eigentlich aus Köln, ja. Warum steht dann hier Aachen auf meinem Zettel? Weil ich jetzt da wohne. Ich glaube, dass du dich irrst, Luna. Ich glaube, dass du nie in Köln gewohnt hast. Ich glaube, mein Zettel weiß ein bisschen mehr als du. Na gut. Na gut, okay. Aber warum bist du von Köln nach Aachen gezogen? Zum Studieren. Was studierst du? Psychologie. Bist du gut darin, würdest du sagen? Also, kann ich noch nicht richtig beurteilen, mit dem ersten Semester. Also nicht. Ja, du bist, hey, jetzt kannst du so richtig Leute noch kaputt machen, ja, okay, mit so Halbwissen, so Träume so falsch deuten. Ja. Ich glaube, das heißt, dass du deinen Bruder ermorden willst. Was? Nein. Na gut, okay, Luna. Wir haben ernstere Sachen zu besprechen. Du hast ein Problem. Was hast du denn für ein Problem? Wie kann ich dir helfen? Genau, mein Problem ist, dass ich nicht gut Geschichten erzählen kann und vor allem lustige Geschichten. Okay. Also sowohl Sachen, die mir passieren, aber auch Sachen, die ich einfach so nacherzählen will von anderen Leuten. Okay. Und das sind vor allem zwei Sachen, an denen ich das festmache. Und zwar erstens, dass ich... Lachen nicht? Wie bitte? Die Leute lachen nicht? Ja, genau. Ach so, ja, das ist dann... Das ist der dritte. ...der traurige Outcome, ja. Ja, okay. Vor allem, dass ich selber halt super dolle lachen muss, während ich die Geschichte erzähle, dass ich gar nicht... Also die Leute verstehen mich nicht, wenn ich was erzähle. Okay. Die Story kommt gar nicht an. Ja. Und zweitens... Ich merke auch gerade richtig, wie ich abschweife. Also okay. Cool. Nee. Und zweitens, dass ich die Pointe immer verkacke. Und okay, das dann halt immer endet in so einem... In so einem Nichts. Ja. Ja. Eine Geschichte, die so in gar nichts auflöst. Ja. Ja, das macht meine Schwester auch immer. Ja, das ist da irgendwie ist blöd. So, weil die betont es auch so. Ja. Und da kommt auch gar nichts mehr. Also das, ja, macht so die Stimme nach oben. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal wissen, womit wir hier arbeiten. Deswegen würde ich dich mal bitten, nachzuerzählen, wie ich hier angefangen habe mit dem Südafrika-Nashorn-Wilderei-Thema. Kannst du das kurz nacherzählen? Ja, du bist hier reingekommen und hast gesagt, ich komme gerade frisch aus meinem Südafrika-Urlaub. Genau. Und wo hätte da die Komik liegen können, beziehungsweise wo lag sie? Weil die Leute haben ja dann später doch gelacht. Ja, sie haben ja dann erstmal nicht gelacht. Das ist richtig, aber später ja dann schon. Und vielleicht magst du kurz erzählen, warum das so war. Dass sie gelacht haben dann? Genau. Weil du es dann erklärt hast. Genau. Willst du die Erklärung nacherklären? Wegen der Wilderer. Was gerade in den Nachrichten lief. Wow, bist du schlecht. Du bist ja noch schlechter, als ich befürchtet habe. Das ist ja erbärmlich, was du hier gerade machst. Ja, das ist ja das Problem. Wow. Okay, krass. Du kannst es ja wirklich überhaupt nicht. Ja, was wäre denn die richtige Antwort jetzt gewesen? Also naja, einfach so locker nacherzählen. So, er ist so reingegangen, er ist so alle begrüßt, ich so, oh. Kein Spaß, aber okay, guck mal. Willst du uns mal, würdest du sagen, dass du ein lustiges Leben hast? Also hast du viel Spaß? Lachst ja du viel? Erlebst du coole Sachen? Doch, würde ich schon sagen. Und ich würde auch eigentlich schon sagen, dass ich auch eine lustige Person sein kann, aber halt so situationsbezogen. Okay. Und halt nicht, wenn ich was wirklich lustig erzählen möchte. Also okay, wenn es extra ist, oder dann funktioniert es irgendwie nicht. Wann ist dir das letzte Mal was so Cooles erzählt, passiert, wo du sagen würdest, das ist eine Erzählung wert? Dass ich jetzt heute hier bin vielleicht? Ja, das kannst du an morgen erzählen. Ja, genau. An einem anderen Tag. Was vielleicht in der Vergangenheit liegt. Was Lustiges, was weiß ich was. Was Lustiges? Ja, irgendwas! Wann ja, irgendwas, womit ich arbeiten kann, Luna! Uns bricht dir gerade die Sendung unter den Fingern zusammen weg! Merkst du das nicht? Okay. Mann, Luna! Wünsche wow deine Schwiegertochter! Okay. Nee. Also, das letzte Mal, dass ich die Situation hatte, dass ich das erzählen wollte und es nicht yeah rübergekommen ist, war... Oder welche Geschichte hast du da erzählt? Ja, ich wollte eine Geschichte nacherzählen, die eine Freundin erzählt hat. Okay, erzähl. Die Geschichte? Ja.
Also es ging darum, dass sie sich ausgesperrt hat bei uns in der Wohnung, in der WG und dann... I love it. Okay, weiter. Sie wollte die Wäsche runterbringen und hat sich dann halt ausgeschlossen, hatte keine Schuhe an. Okay. Musste dann zu irgendwelchen Nachbarn gehen und sich Schuhe ausleihen. Und die hat sie dann verloren. Was? Also die hat sie dann auch wieder gefunden, aber im ersten Moment hat sie die verloren. Also, auf der Arbeit vergessen. Sie hat die Schuhe auf der Arbeit? Ich denke, sie wollte nur Wäsche runterbringen. Was macht sie auf einmal auf Arbeit? Naja, die musste dann halt von zu Hause zur Arbeit und weil sie sich ja ausgeschlossen hatte, brauchte sie irgendwie Schuhe, hat sich dann halt Schuhe geliehen von einem Nachbarn, mit dem wir irgendwie mäßig gut waren und dann ist sie damit halt zur Arbeit gegangen und dann hat ihre Mutter ihr irgendwie Schuhe gebracht zur Arbeit. Arbeitet sie Fußmodel oder warum hat sie, Schuhe ausgezogen? Warum hat sie die Schuhe auf Arbeit ausgezogen? Nee, sie hat ja eine neue bekommen von ihrer Mama. Die hat sie zur Kita gebracht. Okay, guck mal, jetzt ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, wo es hingeht. Weil zum Beispiel das mit der Mama, die Info hatten wir gar nicht. Ah, ja. Verstehst du? Also du hast eine komplett wichtige Info einfach unterschlagen. Okay. Und dann hast du auch mit dem, du hast am Anfang irgendwie so es aufgemacht, dass sie sich ausgeschlossen hat, weil sie Wäsche runterbringen wollte. Genau, deswegen hatte sie keine Schuhe an. Genau. Aber die Wäsche war gar nicht mehr Thema. Nee, das stimmt. Also, deswegen war das gar nicht wichtig. Okay. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, was jetzt die Connection mit der Wäsche. Ah. Viel wichtiger waren ja eigentlich die Schuhe von den Nachbarn. Mhm. So. Okay. Verstehst du? Mhm. Also du bist zwei so Umwege gegangen, die niemanden interessieren. Aber wer nicht sonst... Hat dich das interessiert? Nee. Ich fand das scheiße, die Info. Ich fand die Info scheiße und konnte nicht folgen. Aber sonst würde man sich doch fragen, warum sie ohne Schuhe rausgegangen ist. Ja, man würde sich bei der Geschichte ganz schön vieles fragen. Auch was für Nachbarn einfach so Schuhe verleiht. Stell mal vor, bei dir klingelt jemand so, sorry, kann ich mir Schuhe... Nein! Nein, du kannst dir keine Schuhe leihen, du Arschloch. Ja, halt mäßig gut waren wir mit dem. Abonniert den Kanal. Okay, also dann hat sie ist quasi mit des Nachbars Schuhen zur Arbeit gegangen. Ja. Und auf die Arbeit kam dann ihre Mutter. Und hat ihr Ersatzschuhe gebracht. Genau. Okay. Und die anderen Schuhe sind dann da stehen geblieben. Ja, die hat sie dann da vergessen. Die hat sie dann da vergessen. Ist dann einfach wieder nach Hause gegangen und dann irgendwann kam der Nachbar so, wo sind meine Schuhe? Und dann, mehrmals. Mehrmals? Ja. Okay. Und wie ist sie dann wieder reingekommen? Wie hat sich das aufgelöst? Ich glaube, dann hatte ich wahrscheinlich einen Schlüssel. Also wir waren in einer WG. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wow. Ja, jetzt hast du aber genauso einen Moment erzeugt, wo wirklich so, okay. Weiß ich. Also das ist voll der wichtige Teil, der jetzt einfach so unklar ist. Okay, ja, was arbeitet deine Freundin? Also da hat sie in der Kita gearbeitet. Okay, gut. Also, ich kriege ein Gefühl dafür, wo das Problem liegt. Ja. Aber ich würde gern, einfach weil es auch Spaß macht, ich würde gern noch eine Geschichte von dir hören. Gib mir mal noch irgendeine, die du so gern erzählen können würdest. Ich glaube, bei der Geschichte eben würde ich einfach dieses Ding mit der Wäsche weglassen. Mhm. Ich glaube, ich würde es einfach nur so runterbrechen auf Mitbewohner hat sich ausgesperrt, ist runtergegangen ohne Schuhe, ist nicht mehr reingekommen, hat sich Schuhe von der Nachbar verloren, hat die Schuhe verloren. Die Mutter würde ich rauslassen, die Wäsche würde ich rauslassen und ich würde mir einfach irgendeine andere Auflösung für die Geschichte ausdenken. Hm. Also irgendwas, wie sie wieder reingekommen ist. Da muss irgendwas Witzigeres kommen. Aufs Wesentliche konzentrieren. Aufs Wesentliche konzentrieren und dann eine bessere Schlusspointe. Mhm. Okay, aber jetzt gib mal noch eine Geschichte. Also, noch eine andere Geschichte ist, dass ich auf Skifahrt war in der Klasse, auf Klassenfahrt. Mhm. Und wie alt bist du? Also jetzt ist schon ein bisschen her. Aber ja, ich bin jetzt 23, ja. Okay, das heißt, okay. Es ist zum Beispiel so eine Info, war der 8. Klasse, ja. Übertrieben wichtig. Okay. Übertrieben wichtige Info. Ich habe mir gerade dich auf Skiern vorgestellt. Und jetzt erfahre ich, es war vor 9 Jahren. Okay. Okay, also, was war los vor 9 Jahren? Also die Dino-Pisten-Geschichte halt, dass ich mit den... Die Dino-Pisten-Geschichte. Die Geschichte hat schon einen Titel. Erzähl mir die Dino-Kisten-Geschichte. Ja, weil es wirklich, also ich halt schon oft versucht habe, diese Geschichte zu erzählen, dass es nicht rüberkommt. Ja, auf jeden Fall bin ich halt dann mit der Klasse, haben wir diese Skifahrt gemacht und dann sind wir die Dino-Piste gefahren. Und es war so eine sehr hügelige... Was ist eine Dino-Piste? Ja, das war eine sehr hügelige Piste. Also so sehr viele, ja, deswegen sehr Dino-Piste. Viele Dino. Ich weiß nicht. Ja, okay. Dino-Bucke, keine Ahnung. Und ich durfte dann auch als letztes fahren, weil ich anscheinend nicht so schlecht war und dachte noch so, ja, ich mach's jetzt richtig cool. Und dann bin ich halt so losgefahren und wurde immer schneller.
Und habe so gemerkt, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und dann habe ich mich so ganz klein gemacht und dachte, ich lasse mich jetzt zur Seite fallen, weil ich keinen anderen Weg gesehen habe. Und dann habe ich immer nicht mehr getraut, mich zur Seite fallen zu lassen und bin halt super schnell einfach weitergefahren, halt diese Dino-Piste entlang, bis ich dann irgendwann halt im Zaun gelandet bin. Oh Gott! Oh Mann! Ja. Okay. Also die Geschichte ist, dass du in der 9. Klasse mal beim Skifahren gegen einen Zaun gefahren bist. Basically, das ja. Das ist die Geschichte. Ja. Das ist die Dino-Pisten-Geschichte. Genau. Okay. Ja, gut. Also. Ja, ich habe irgendwie keine. Also ich finde es auch schwierig, dann so eine Geschichte einfach so. Also das muss dann irgendwie aus dem Moment heraus passieren, eher, dass man so eine Geschichte erzählt. Okay. Und hast du dich verletzt? Ja, ich hatte eine kleine Wunde am Kopf. Eine kleine Wunde am Kopf. Ja. Was ist denn mit dir, Luna? Okay, aber dir geht's gut. Ja, ja. Okay. Ja, weiß ich auch nicht, Luna. Also ich glaube, das, weißt du, wir machen heute mal was ganz Neues. Wir machen heute sowieso was ganz Neues übrigens. Es gibt heute eine richtig spezielle Sache. Wo ist das Ding, was ich brauche? Es gibt heute einen Telefonjoker. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich soll nur sagen, dass es das heute gibt. Das ist was Neues. Und Luna, wir machen das nämlich so. Das ist nämlich auch was Neues, habe ich mir jetzt gerade überlegt. Wir probieren irgendwie so ein bisschen daran zu arbeiten. Deswegen würde ich sagen, ich hole dich später nochmal nach vorne. Okay. Und du erzählst irgendeinen Case, den hier alle miterleben, gleich nochmal so ein bisschen nach. Okay, dass wir so daran arbeiten, wie du so Geschichten nacherzählst. Und dann können wir das auch in der Gruppe feedbacken, weil dann lässt du vielleicht was ganz Wichtiges aus. Oder dann war es auf einmal vor 12 Jahren. Also, wollen wir das machen? Hast du da Lust drauf? Ist okay, ja. Dann musst du aber aufmerksam zuhören. Ja, ich weiß, ja. Okay, ein Applaus für Luna, bitte! Und jetzt geht's weiter mit einer jungen Frau, sie heißt Lea und kommt aus Münster. Ein Applaus für Lea, bitte! Reicht! Okay, wir müssen jetzt alle lieb sein, weil Lea ist ein bisschen aufgeregt. Aber ganz minimal. Ganz minimal. Und Lea hat mir gerade schon völlig random erzählt, dass sie nach 15 Uhr keine Cola mehr trinken darf, weil sie dann irgendwie so angeknipst immer ist. Oder wie war die Geschichte? Ja, nach 15 Uhr Cola-Verbot. Nach 15 Uhr Cola-Verbot? Mhm, richtig. Okay. Cool. Dann, dann würde ich sagen, lass uns mal darüber reden, weswegen du denn eigentlich hier bist. Ja, mein Problem ist digital eine Qual. Also ich habe... Hast du gerade dem Problem erstmal so einen Titel gegeben? Wie so eine Funkredakteurin? Ja, da kommt... Wie so ein TAF-Bericht. Kennt ihr es noch früher? So Gaumenschmaus oder Gaumengraus? Du schreibst die immer, diese... Okay. Ja, das ist auch schon... Digital eine Qual. Boah, das finde ich jetzt schon super. Luna mitschreiben, ja? Wie heißt es? Ich fahre Skifahren. Was? Nein! Digital eine Qual, Luna. Konzentrier dich. Digital eine Qual. Ja, so. Und zwar habe ich ein Problem mit der Digitalisierung beziehungsweise mein Umgang mit der Digitalisierung. Okay. Und der Witz der Sache ist auch, dass ich Mediengestalter, Bild und Ton gelernt habe und 3 Monate Marketing studiert habe. Okay. Und das so gar nicht mehr zusammenpasst, weil... Also meine Freunde bezeichnen mich auch immer als Rentnerin im Freundeskreis, weil ich da so... Tatsächlich finde ich auch, dass du eine Oma gefangen bist in deinem Körper. Ja, ja, ich fühle mich wie so eine Zeitreisende. Das ist was ganz anderes, aber... Genau, das ist was, kommt eine Zeitreisende? Hier, die RAF-Terroristin, die festgenommen wird, die ist eine Zeitreisende. By the way, lass die mal frei, oder? Also, jetzt ist auch egal. Schwamm drüber, ey. 50 Jahre später steht da zu Deutschland, du hast es nicht geschafft. Jetzt gibt der Frau, der Mann sollte ja Geld geben. Ich spende die 60 Euro, die ich gerade beim Atmen verdient habe, an diese Frau. Naja gut, okay, du alte Zeitreisende. Ja. Erzähl uns aus dem 18. Jahrhundert. Kleiner ja, Spaß. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also eigentlich war es mit der Anmeldung hier. Da habe ich so einen Doodle-Link geschickt bekommen. Was? Und... Du musst meinen schlechten Witz nicht weiterreiten. Du kannst, erzähl uns einfach. Da musste ich mich so anmelden und da habe ich halt einfach gemerkt per Nachricht, dass das nicht so klappt. Und dann musste ich erstmal gucken, wo kopiere ich das denn rein, damit... Lea, ich weiß gerade nicht, wovon du redest. Ich weiß mehr, was eine Dino-Piste ist, als nee, du gerade... Nee, das war halt zur Anmeldung hierher. Ja. Und dann musste ich mich ja für ein Zeitfenster eintragen, wo ich vorher so ein Interview gebe, ob ich überhaupt hierfür geeignet bin. Ah, okay. So, Entschuldigung. Okay. Ja. Irgendwie bist du da durchgekommen. Bin ich da durchgekommen, aber erstmal, bis es zur Anmeldung ging, ja, musste ich ja erstmal diesen Doodle-Link kopieren, weil per Message geht das ja nicht. Und bis ich dahinter gekommen bin, da geht's ja schon los. Ja. Ja. Und damit willst du gerade zeigen, dass du wirklich digital nicht fit bist.
auch. Also es geht ja auch, während Corona hatte ich den, diesen Pass, Impfpass Corona. Nicht. Corona. Da hatte ich diesen Impfpass auch nicht digital, sondern analog. Da konnte ich nicht mit ins Schuhgeschäft. Dann stand ich... Du bist wirklich eine Oma ins Schuhgeschäft? Ich habe noch nie jemanden unter 56 das Wort Schuhgeschäft. Du gehst da auch hin und sagst, ich hätte gerne einen Halbschuh. Ich suche einen Halbschuh. Haben Sie hier auch Halbschuhe? Ja, und dann war ich da mit meiner zauberhaften Begleitung. Und zauberhaft? Ja, das ist wir mein... Wir sind nicht beim perfekten das Dinner. Das ist mein blondes Häschen, ja. Und stand ich wie so ein du nasser... dekorierst deinen Esstisch auch mit so einer Wurzel, oder? Einfach, liegt, einfach so eine Wurzel liegt da. So eine Wurzel und drei Kerzen, die so nach Affenscheiße riechen. Entschuldigung. Ja, und dann stand ich wie so ein nasser Pudel vor dem Geschäft. Ein begossener Pudel! Pudel sind nicht nass. Pudel sind begossen. Okay? Und Pudel haben auch nichts in einem Schuhgeschäft verloren. Ja, und dann musste Maike halt immer nach vorne... Wer ist Maike? Meine Begleitung. Ja, dann sag das doch. Hab ich schon. Okay. Ja, und dann musste ich halt immer davor so schauen, wie so, ja, und weil ich ja so gut beraten kann beim Shoppen, da geht's dann los. Und dann konnte ich halt nicht mit rein, weil ich diesen Pass nicht digital hatte. Okay. Ja. Aber wenn du so gut beraten kannst beim Shoppen, hast du niemanden in deinem Umkreis, der dir einfach diesen scheiß Impfpass, sag mal kurz, in die App zieht? Ich sag mein Vater übrigens immer, zieh mir in die App. Mein Vater ist immer ja. ganz stolz, wenn er irgendwas auf dem Handy macht, aber hab ich mir in die App gezogen. Also, wo es so gar keinen Sinn ergibt einfach. Er macht so ein Foto, hab ich mir in die App gezogen. Okay, true. Ja, das ist halt so, dass das ist dann immer so eine Gruppenaktivität, weil ich das alleine nicht durchstehe. Das stresst mich. Was jetzt? Ja, so eine App runterladen und das dann erstmal alles, ja, dann muss ich ja gucken, kann ich da Fotos hochladen oder nicht? Das wird ja alles abgefragt. Als ich dann auch irgendwie mein Perso digitalisieren musste, wenn man das den neuen Personalausweis beantragt hat, das war zu viel für mich. Da saßen wir da zu dritt und das war zu viel. Da war mein Handy auch zu alt. Weil ich vor allen Dingen zu dritt heißt ja auch, dass da jemand Zweites dabei war, der es auch nicht konnte. Also, dass dann noch jemand... Da zwischengeschaltet ja, wurde? Ja, wir saßen da zu dritt und ich bekomme immer die alten Handys aus meiner Familie. Ja. Also von meiner Mama. Okay, wie so eine Oma. Von meiner Mama meine das Oma alte auch Handy. Meine alten iPhones. Ja, und dann konnte das digitale Endgerät auch nicht und dann ja, stand ich da. Dann standst du da wie ein nasser Pudel. Wie ein nasser Pudel, ja. Ja, okay. Also mich wundert es ehrlich gesagt wirklich, dass du überlebensfähig bist. Weil das kannst du einkaufen? Ja. Ja. Aber so Pizza bestellen? Ja. Hole ich lieber ab. Oder lass sie mir bringen. Also das ist der Sinn vom Bestellen. Ja. Aber ich hole sie lieber ab. Das ist auch letztens wollte ich einen Fitti-Termin machen. Was? Ein Fitti-Termin? Ja, da ging es irgendwie ja. um so Langhanteltraining ja. und das ging irgendwie nur digital dann, dass ich mich anmelde und eine App runterlade und dann habe ich gesagt, dann nicht. Da ziehst du dann auch eine Grenze. Da ziehe ich dann auch eine Grenze, das ist mir dann zu viel. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich finde ja auch, also ich habe ja auch, ich bin ja auch lösungsorientiert, man glaubt es kaum. Und dann denke ich so, ja, wo soll die Reise hingehen? Ich möchte halt nicht so gern mit, ich habe nichts gegen Rentner. Ich glaube, die sind auch sympathisch, aber ich möchte... Kommt drauf an. Kommt drauf an. Einige haben früher Hitler gewählt. In diesem Land nicht zu wenige. Ja, aber... Inklusive meiner, muss man ganz klar so sagen. Meine Uroma hat einen SS-Mann geheiratet. Bin ich nicht stolz drauf, ist aber so. Und jeder, der jetzt hier gerade was anderes sagt, von den Allmanns zumindest, lügt. Ja, ich würde halt nicht so gerne mit Rentnern in so einem digitalen Kurs. Dann ist mir das zu gestellt. Aha, ich weiß, was du brauchst. So, guck mal, hier sind 600 Leute. Sollt ihr so gar nicht schätzen können? Hier sind so ungefähr 600 Leute. Und ich glaube, die allermeisten von denen können ein Smartphone bedienen und deshalb crowdsourcen wir das Ganze jetzt. Wer ist bereit, nach der Show sich mal 20 Minuten mit Lea hinzusetzen und so die Basic-Sachen auf ihrem Smartphone mit ihr durchzugehen und einzurichten? Einfach mal melden. Du, kennt ihr euch schon? Ja, wir kennen uns. Vorne kennengelernt, wollten ihr noch was trinken? Ihr habt euch hier vorne kennengelernt, wollt ihr noch was trinken gehen? Ja, das ist doch super. Wie heißt du? Victoria. Ein Applaus für Victoria, bitte! Geil. Das Mikro braucht Victoria nicht. Victoria, du bist wieder abgemeldet. Aber wir danken dir für deine Mithilfe. Lässt du dich darauf ein, Lea, dass Victoria dich einfach da so ein bisschen... Weil ich kann... Was soll ich jetzt machen?
Ja. 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 Wir haben, ich habe jetzt, glaube ich, so, ich glaube, ich habe jetzt mit dem Brennglas dein Problem fokussiert. Also ich würde dann mitschreiben. In mein Notizbuch. Du hast ein Notizbuch. Das habe ich auch mit, ja. Ja, das ist ja super, dann kannst du direkt mitschreiben. Okay. Dann freue ich mich, dass du und Viktoria euch kennengelernt habt. Ihr wolltet ja eh was trinken gehen. Und dann ist es doch hier toll. Ein Applaus für Lea, bitte! Wenn ihr selber Probleme habt, dann geht auf 1live.de oder an die 1live-App, schickt die da rein und dann sitzt ihr vielleicht hier, so wie die junge Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt. Sie heißt Kira, kommt aus Landshut. Ein Applaus für Kira, bitte! Reicht! Okay, Kira, erste Frage. Landshut, ist das nicht in Bayern? Ja. Und du bist extra jetzt hierfür hierher gekommen? Ja. Okay, also du bist arbeitslos und suchst einen neuen Job. Nee. Tatsächlich nicht. Hab mir freigenommen. Okay, du hast dir freigenommen sogar? Ja. Von was denn? Das ist auch der Grund. Also ich kann dich direkt mal abholen. Wir waren schon mal in Kontakt miteinander vor 2 Jahren über diese Sendung. Über diese Sendung? Ja, ja. Okay. Ach, telefonisch damals telefonisch noch? Telefonisch damals noch, genau. Okay. Und, auch eine Zeitreisende? Nee. So wie Lea. Nee, okay. Also ich hol dich ganz kurz ab, ne? Hol mich ab. Super. Ich bin für den der Formulierung hast du dich so ein bisschen festgebissen heute, oder? Ich wollte dich nur mal abholen. Ja, nur abholen. Irgendwie so, was? Ich komm da nicht, ich kann es nicht anders sagen. Ich will ständig jemanden abholen. Du musst ein bisschen näher ans Mikro gehen, da hol ich dich mal kurz ab. Okay. Danke. Also ich bin Keramikerin. Ah! Mhm. Darf ich kurz sagen, was die Geschichte ist? Dann hole ich mich quasi selber ab. Ja, mach. Ich glaube, dass du damals dich selbstständig machen wolltest als Keramikerin und du hast mich gefragt, wie deine Firma heißen soll. Ganz genau. Und ich habe, ich habe, glaube ich, zwischen 3 Vorschlägen von dir mich für einen entschieden. Ja. Und dann hast du als Dank, glaube ich, mir eine Felix-Lobrecht-Büste geporzellaniert. Porzellaniert auch. Porzellaniert, gut. Sagt man oder sowas, oder? Nee, modelliert, sagt man. Aber genau. Hast du das gemacht oder ist der Teil auch schon falsch? Mal schauen. Ich würde sagen, wir schauen noch mal rein oder hören noch mal rein, was damals abging. Ja, wir blenden es jetzt kurz hier ein für unser Publikum. Ja, ist alles abgesprochen tatsächlich. Was? Wenn ich jetzt den Namen auswähle, spendierst du 1live dann eine Felix-Lobrecht-Statue. Direkt. Naja, oder weiß ich, wie man sowas nennt. Halt so eine kleine Felix-Lobrecht-Büste. Kannst gern auch ein bisschen Sixpack ein bisschen tiefer setzen, als alles so ein bisschen bigger than life ist, aber dass man schon sieht, ah, das ist That's so der, what she said. Das ist so der Sixer vom Lobrecht, erkenne ich doch. Das und das dann als live gehen und nicht an dich. Ich sehe das ja jeden Tag, aber damit die hier auch irgendwie was davon haben, weißt du? Ist sie, ja, Kira? Klar. Ja, klar. Da können wir bestimmt was machen. Genau, und die bin ich dir jetzt noch schuldig. Ja! Ein Applaus für Kira! Warte. Okay. Boah, stell dir mal vor, ich reiß es jetzt so um und dann so... Ah! Scheiße. Okay, willst du noch vorher was sagen? Nee, dazu? Gerne Fragen im Nachhinein vielleicht. Fragen im Nachhinein. Steht die richtig rum, weil nicht, dass ich jetzt aufmache und dann ist es einfach so das Ende. Nee, du kannst... Das Ende, für komisch gesagt. Sorry, ich hole euch nochmal ab. Also ich würde das jetzt einfach aufmachen. Ja, mach gerne. Okay. Mach gerne. Aber das Gesicht ist jetzt zu mir... Ja, sag ich doch! Macht mal hier so einen Trommelwirbel, alle. 3, 2, 1... Oh! Ich sehe ein bisschen aus, als hätte ich mehrere MeToo-Skandale am Hacken. Muss man da ganz klar so sagen. Weiß nicht, ob ich mit dem rumhängen würde. Der Typ sieht ein bisschen so aus, als hätte er Luna in der 8. Klasse beim Skifahren beobachtet. Ich meine, ey, war so ein bisschen zu... Bisschen zu nah an der Piste mit so einem Fernglas. Kennt ihr euch? Nö. Ich bin nur zu gucken hier. Okay, ja, geil. Das ist der. Ich sehe ein bisschen. So, die Mundpartie sieht so ein bisschen aus wie so eine. Erkennt ihr so diese rassistischen Statuen von so Chinesen? Von so alten Kung-Fu-Meistern, wisst ihr, was ich meine? Mit so einem Zockerbärtchen. Na gut. Okay, also, was. Ich hab Titten, guck mal. Das ist eine stabile B hier. Das ist eine kleine B.
so eine kleine B, wo man sehr immer sagt, ja, das ist aber schon eine B. Weil ich denke, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das eine B ist. Du hast gesagt, bigger than life, also. Bigger than life, genau. Und ich hatte nur 2D-Fotos von dir. Das war auch also crazy, meine Fotogalerie dann so ganz nah an deinen Nippel rangezoomt, um den modellieren zu können einfach. Ja, das mache ich auch immer. Oft ich habe meinen Nippel. Okay, und die Kette, woraus ist die? Auch aus Keramik. Also das ist alles modelliert. Ich habe es in einem dritten Brand vergoldet und genau, genauso wie. Ja, das. Bin auch froh, dass das Nasenpiercing auf der richtigen Seite ist, wie ich jetzt sehe, weil das immer schwierig war, das zu gucken, wo es wirklich ist. Glaubst du, ich kriege jetzt einen Shitstorm wegen Blackfacing? Das dachte ich auch schon, aber den kannst du an mich weiterreichen. Yo, yo, Hip-Hop! Hallo! Entschuldigung. Wollt ihr eine Runde Basketball spielen, Kids? Mein Name ist Thomas Gottschalk. Entschuldigung. Entschuldigung. Naja, gut, okay. Das ist der Brother Felix Lobrecht. Genau. Ja, geil, danke. Sehr gerne. Das ist auch voll schwer. Darf ich den mal anheben? Ja, kannst du gerne machen. Boah, das ist wirklich schwer. Okay, krass. Aber also hast du gar kein Problem, sondern du wolltest mir das einfach nur übergeben? Ja, genau. Hast du uns alle hinters Licht geführt? Nein, aber ich war es dir noch schuldig und ich dachte, hey, ja, das bietet ist, sich jetzt an. Das ist richtig, richtig cool. Was ist denn hier mit 1Live? Können wir das hier irgendwo aufstellen? Irgendwie so im Eingangsbereich. So, dass auch die anderen Wannabe-Promis, dass die es auch direkt sehen. Dann aber direkt Frank, hast du auch eine Büste? Nee, ah, okay. Okay, Mark Forster, naja. Naja, schon peinlich, weil peinlich, wer keine Büste hat. Ihr habt alle keine Büste, ihr seid alle peinlich. Hast du eine Büste von dir selber? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Nee, also das ist auch das erste Mal, dass ich sowas in die Richtung gemacht habe. Also ich mache gerade meinen Meister an der Keramikschule in Landshut. Ja. Bin jetzt dann auch in ein paar Monaten fertig und dann. Macht sie noch so viel Spaß wie am Anfang? Noch mehr sogar. Also noch jetzt, mehr wo man, ja, jetzt, wo man halt das Handwerk beherrscht und dann irgendwie eine eigene Richtung findet. Und jetzt steht das dann noch an mit der Selbstständigkeit. Bin ich willst du uns Juli einmal fertig. Ganz kurz durchtalken, wie ist der Ablauf, um das Ding hier zu bauen? Den Creepy-Teil überspringen wir mit Nippel reinzoomen. Einfach jetzt so rein handwerklich. Rein handwerklich, also ich habe so gemacht. Also guck mal, man hat aber einen schlechten Übergang hier hinten. Das hat keinen guten Fade. Das ist so ein 8-Euro-Friseur. Gut so. Ja, ist gut, wie es haben, alles klar. Nee, okay, erzähl. Also ich habe es halt mit Aufbaukehrer. Also sei mal ehrlich, wenn ich Geheimratsecken hätte, hättest du die mit reingemacht? Auf jeden Fall. Ich habe auch deine Nase ein bisschen schräg gemacht. Boah, das sieht auch ein bisschen gruselig aus. Warte mal, ich muss mal kurz hier. Hier, warte mal. Hier. Also auf meinem. Setz dir den jetzt mal auf den Schoß. Und dann guck, lass dich mal so 2 Minuten jetzt von dem angucken. Und dann sag uns mal, wie du dich fühlst. Okay. Vor allem der stand sehr lange jetzt in meinem Schlafzimmer, war auch eine Situation auf jeden Fall. Naja, also auf meinem Instagram sieht man auch, wie ich den gebaut habe. Ja. Da ist so ein bisschen Schritt für Schritt, also wer ist in Hohl und man muss so ein paar Dinge bauen. In Hohl, so wie Icke. Voll ich dumm bin. Aber reich, so. Nee, okay, also wie gehen wir vor? Das ist scheiße, wa? Das ist schwer. Ja, komm noch. Noch 6 Minuten. Nein, Spaß, ich geb's ja schon. Das ist ja gut. Ein Applaus bitte. Wie heißt du? Ein Applaus für Tina! Okay. So, okay, erzähl es uns bitte. Wie funktioniert das? Na, sag mal, also wo fängt man an? Was ist das hier für Material? Keramik? Ja, Ton, also Ton. Bautonmasse, grob schamottiert. Okay, ja, ich weiß wirklich gar nichts. Ja, ist jetzt auch in der Kürze der Zeit schwierig zu erklären, aber. Wir nehmen uns die Zeit. Okay. Ja. Ich habe erstmal eine Bodenplatte gemacht. Dann habe ich im Prinzip am Rand entlang Wülste gemacht und das aufgebaut. Wülste? Wülste. Ist das der Fachterminus? Ja, Wulsttechnik nennt sich das. Wulsttechnik? Ja. Cool. Oder wir können es auch Pinschen nennen. Ja, finde ich viel. Pinschen ist ja wohl viel besser als Wulsttechnik. Alles klar, dann. Also hab's gepinscht. Mhm. Und halt. Ja, aber es sind Wülste, die ich halt aufeinander aufreihe. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Das sind alles Wülste eigentlich. Ja, genau. Und die habe ich halt dann, sobald dann halt der Korpus stand, modelliert und angesetzt und weggenommen, kaschiert und so weiter. Genau. Und das dann, mit so einem Kratzer formt man das dann? Oder wie funktioniert das? Oder mit den Händen? Mit Modellierschlingen, aber auch mit einem Löffel und Gabel und Messer. So, ich habe, das ist egal eigentlich am Ende des Tages. Okay. Genau. Und ja, wen es wirklich interessiert, auf meinem Insta habe ich halt die ganzen Schritte und wie ich es gemacht wirklich? Habe. Wirklich? Kann man es nachgucken? Wie heißt dein Instagram? Ego-Keramik.
Ego-Keramik. Genau, Kira, Keramik, ich kann mich ja erinnern. Ja, genau. Geiles Wortspiel. Ja, genau. Super, ey, ein Applaus für Kira, bitte. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich habe die Nippel noch gar nicht so richtig. Die Nippel sind aber akkurat, weil ich hab so kleine Teenie-Nippel. Ich hab so richtig auffallend kleine Nippel, muss man schon so sagen. Naja. Was macht es mit euch, wenn ich das... Richtiger Pippi-Kacka-Humor. Ich blas mir selber ein. Na gut. Jedenfalls löse ich eure Probleme, um meine eigenen zu überspielen offensichtlich. Wenn ihr selber Probleme habt, dann geht auf 1live.de oder in die 1live-App und dann könnt ihr hier sitzen, so wie endlich mal ein Mann. Boah, die ganzen Weiber hier, endlich mal. Ein Applaus für unseren nächsten Gast, Adrian, 21 aus Beschede. Nein! So, Adrian. Adrian hat mich gerade gefragt, ob er rot ist, so vor Aufregung. Ich habe ihn angelogen, weil ich habe Nein gesagt. Er ist ein bisschen rot, aber es geht. Nee, Adrian, erzähl mal, wie geht's dir erstmal? Wo ist Beschede? Ich kenne nur Eschede von dem Zugunglück. Meschede kommt oder ist im Sauerland. Das ist so eine Stunde von Dortmund ungefähr. Okay. Und ist geil? Geht. Geht, wa? Naja, das klingt auch nicht so. Klingt auch nicht. Habt ihr irgendwie so kleine Städte haben doch immer sowas, weiß ich nicht, so coole, so wannabe coole Namen für sich selber. So Saarbrücken nennt sich so Saarbrooklyn oder so eine Scheiße. Und ihr denkt so, nee, also ihr seid nicht Brooklyn. Ja, ich glaube, dafür hat es nicht gereicht. Beste oder so, Schütz und Quatsch. Nee, du musst ins Mikro. Nicht gereicht dafür. Okay, sehr gut. Dann, wie kann ich dir denn helfen, Adrian? Was hast du für Probleme? Ja, mein Problem ist, dass ich ein Auto habe und das macht still... Ja. Du Umweltsau! Mann! Und da ständig Probleme macht und ja. Das Ding ist jetzt, verkaufe ich's ja. Oder behalte ich's. Also das Auto ist alt, muss man dazu wissen. Okay, aber nicht dieses coole alt, so Oldtimer alt, sondern einfach nur, es springt unzuverlässig an und verbrennt übertrieben viel Sprit. In 3 Jahren Oldtimer. In 3 Jahren Oldtimer. 27 Jahre jetzt. Was ist das für ein Auto? BMW 5er. Das passt zu Beschede, oder? Einfach so, Hauptsache so ein BMW, das ist ein richtiges Drecksauto. Okay, und hängst du an dem Auto emotional? Ja, ist mein erstes Auto und ist ja schon so ein bisschen... Also ich mag alte Autos, ja. Ist egal von welcher Marke. Auf alten Autos ist einfach ein Ficken, ne? Na gut. Ja, genau. Und jetzt bist du rot! Jetzt ist er rot! Das ist gut am Blackface, Felix, der wird nicht rot. Ja, der schämt sich nie. Okay, also, du magst dieses... Hast du einen Namen für das Auto, sei ehrlich? Nein. Nee? Kannst ruhig sagen, ich sag's keinem. Nee, keine. Okay, du musst, halt mal das Mikro am besten oben, ja. Dann, das ist sicherer. Okay, und nimm uns mal kurz mit, was sind die Pro-Argumente zum Verkaufen und was sind die Kontra-Argumente? Du wirst ja bestimmt schon so eine Liste in deinem Kopf gemacht haben. Ja, die Pro-Argumente zum Verkaufen sind, dass ich wahrscheinlich jetzt noch, oder ja, ich kriege den gleichen Preis, wie ich es gekauft habe. Wie viel ist das? Bisschen über 3.000. Echt, ja? Ja. 3.000 Euro für so einen 27 Jahre alten BMW? Ja, ist halt, der Werk ist ganz... Stabil eigentlich. Mhm. Okay. Ja, ist halt bei Oldtimer. Ne? Ja. Wertstabil. Genau. Okay, das Pro-Argument, also 3.000 Euro, hast du gerade Geldsorgen? Nee, geht. Läuft alles. Aus Beschede, da müsste man kommen, ey. Da läuft's. Okay, also Geld, okay. Pro-Argument, noch ein Pro-Argument. Ja, macht Spaß mit dem Auto. Macht Spaß mit dem Auto. Ja, und die Kontra sind, ist ständig kaputt und ich muss jede Menge Geld reinwerfen. Reinschmeißen. Okay, aber brauchst du ein Auto? Weil Beschede klingt, als ob man ein Auto bräuchte. Ja, absolut. Also zur Arbeit 25 Minuten und mit dem Zug dann wahrscheinlich 3 Stunden oder so. Ui! Also. Was? Ja. Okay, wo musst du hinfahren zum Arbeiten? In die nächste Stadt, nach Olsberg. Olsberg ist die nächste Stadt? Ja. Und was ist von Olsberg die nächste richtige Stadt? Also die man auch, irgendeine Stadt, die ich kenne, sag mal? Ja, Dortmund wahrscheinlich. Dortmund, okay. 3 Stunden nach Olsberg, boah. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Ja, warum lügst du mich denn an? Aber so richtig, jetzt so komplett switchen. Ja, warum lügst du, Adrian? Glaubst du, das ist für dich ein Witz hier alles, wa? Ich arbeite hier gerade, hier hören Leute zu, mir gucken Leute zu. Weißt du, wie ich gerade dastehe? Du hast mich zum Hund gemacht gerade, Adrian. Warum machst du mich zum Hund? Bist du so zufrieden, Adrian? Ja, ist gut. Nicht schlecht. Okay. Ja, hier, ey. Hier, ey. Willst du mich Doggy nehmen, André? Okay. Weiß ich doch auch nicht. Ich probiere doch hier nur die Zeit voll zu kriegen.
Mann! Okay. Ja, aber jetzt so, wenn, was ist so dein erster Gedanke, wenn du daran denkst, verkaufen oder nicht verkaufen? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, eigentlich hast du dich schon ein bisschen damit ab. Eigentlich musst du verkaufen. Und eigentlich weißt du es auch. Du willst aber nicht. Aber du weißt, du solltest, richtig? Ja, wahrscheinlich schon. Ja? Aber ich, ja doch, ich glaube, ich. Oder hast du so eine eklige Freundin, die sagt, wenn das Auto weg ist, bin ich auch weg? Nee, das ist. Nee, Kopfkinder. Okay. Hast du eine Freundin? Ja. Hat die ein Auto? Ja. Bro. Dann soll sie dich doch fahren. Ein echter Mann wird von seiner Frau gefahren, Dicker. Jeder, der nicht von seiner Frau gefahren wird, ist Versager in meinen Augen. Pussy, Dicker. Pussy. Wer ist jetzt der Hund? Okay. Weil irgendwie hier ist der Telefonjoker. Ja, und ich weiß wirklich nicht, was passiert. Ist es für dich okay, wenn wir jetzt einfach den Telefonjoker ziehen? Machen wir. Geht jetzt seine Freundin ran? Hoffentlich nicht. Ach nee, die rufe ich ja von meinem Handy aus an. Spaß. Okay, ich ziehe. Mach mal einer nochmal einen Trommelwirbel hier. Telefonjoker jetzt! Ja. Hey. Ja, hallo. Hier ist Felix. Mit wem spreche ich da? Weiß ich jetzt gerade nicht. Felix. Ach so, ja, mir wurde gesagt, dass du anrufst. Wir kennen uns. Was? Ja, okay, mit wem spreche ich denn? Wie heißt du? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber sag doch erstmal, was dein Problemchen ist. Wieso kannst du mir nicht sagen, was... Okay, also, pass mal auf Folgendes. Ich weiß eh schon, dass du Kontra-K bist. Egal. Mann, du Frau, wir spielen das hier professionell runter für das Fernsehen. Also, ja, okay. Ja, sehr gerne. Unbekannter Gast, den ich hier anrufe. Ich habe hier jemanden sitzen, der heißt Adrian, der ist 21 und der hat einen alten 5er BMW, 27 Jahre alt. Geiles Auto, ist angeblich noch 3000 Euro. Max, Konstant, bleib bei mir. Ich bin da, ja. 27 Jahre alter BMW, 21 Jahre alter Adrian, Riesenproblem. Ja, das ist tatsächlich der Kern des Problems. Und ist angeblich noch 3000 Euro wert. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich nicht, ja. Da hast du dich von irgendeinem... Ist ja auch egal. Und ja, er weiß nicht, ob er verkaufen soll oder nicht. Gib mal einen Tipp, was sagst denn du? Willst du den vielleicht kaufen? Ich kann es mir gerade nicht leisten. Ich bin sehr knapp bei Kasse. Das glaube ich dir sofort. Und man sollte nie ein Auto kaufen, was älter ist als man selbst. Außer es hat dieses wunderschöne Kennzeichen, was es zum Oldtimer macht. Und das wird oder man ist vier. Ja, wenn man vier ist, kann man sich einen 5 Jahre alten Wagen kannst du fahren. Das ist okay. Die haben auch schon Navis integriert und shit. So. Ja, wenn vier ist, ist super. Aber ich würde an Adrian Stelle versuchen, den zu verkaufen. Oder mal zum Schrott gehen und die Einzelteile verkaufen lassen. Ich glaube, da macht er noch mehr als 3000. Ah, da kommt der Russe in Kontra durch. Ey, das merkst du richtig. Siehste? Wie kann ich hier das Maximum rauspressen? Und dann ja, klar. Okay. Weil, weißt du, das ist die Kabellage. Notfalls auch die Kabel, den Gummi wegmachen und dann einfach das Kupfer verkaufen. Geht auch. Ey, guck mal, ganz andere Tonlage auch auf einmal, der Max. Plötzlich ist hier nichts mehr mit Wölfe, plötzlich ist hier Rüdiger, Kupfer kannst du Wölfe rufen. Ich kenne da 3 Leute, wissen, Digga. Okay. Also ich geb ihm 2,5 für den Wagen. 2,5 on air? Nimmst du? On air, ja. Nee. Komm, nee? Komm, schon los. Sag, was willst du haben, was letzte Preis? Ja. Mann, der ist letzte, Preis, sag, 2, sag, letzte Preis 2,7. Sag 3,2, Mann, der hat Geld. Ja, 3,5. 3,5! Brauchst du ein Auto? 3,5, Max, was sagst du? 27 Jahre alter BMW? Was sagst du? 27 Jahre alter BMW? Ja, genau. Sag mal, welcher BMW? 5er. Welche Farbe? Ein 5er. Silber. Ja, Automatik 5, 3, oder 5, Schalt? Schalter. Schalter, oh, den kann Max Schalter. Nicht fahren. Spaß. Haram, Bruder, du musst ihm abkaufen. Guck mal, das ist ein armer 21 Jahre alter Junge. Ich ja. hab hier gerade meinen Kumpel, der hat nämlich Autos, weißt du? Okay, ja, ja. Wir kaufen ihn zusammen. Weißt du was? Wir kaufen ihn für 3,5. So! Ein Applaus für Adrian! Wir kaufen ihn für 3,5. Gerade sein Auto verkauft. Soll er fertig machen? Wir können PayPal oder was, sodass der Junge sofort aus seinem Problem raus ist. Ja. Und dann kriegen wir den dann schon irgendwie weg. Machen wir fertig. Sag mal, du bist doch hier bald im Sektor in Köln. Gibt's da noch Tickets? Soll ich noch Werbung machen? Ja, musst du nicht. Wir sind kurz vor Soldout. Das war ein Jahr. Also Max spielt bald in der Längstes Arena. Es gibt noch 17 Tickets. Genau, und Adrian muss auf jeden Fall eins kaufen, weil ich seinen Schrotthaufen abgekauft habe. So. Alle klar, ein Applaus für Kontra K, ein Applaus für Adrian, bitte. Dankeschön. Danke dir, Dicker, auch rein. Dankeschön. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ich habe einen neuen Gast. Sie heißt Victoria, kommt aus Recklinghausen. Ein Applaus, bitte. Nein. Okay.
Victoria oder wie ich dich nenne, Vicky. Nenn deine Freunde dich Vicky? Ja, immer. Und wenn die dich ärgern wollen, nennen die dich dann Ficky? Ja. Ja, oder? Habe ich schon aufgehört. Ja, will ich auch machen. Ficky. Okay, wir gehen weiter im Thema. Okay, Vicky. Du kommst aus Recklinghausen. Wie ist es? Wie ist Recklinghausen? Nicht so richtig geil. Kann man machen. Aber wenn man jetzt so das Großstadtleben möchte, ist man da falsch. Okay, aber kommst du von da oder bist du da hingezogen? Nee, ich komme von da. Okay. Ja. Und du wolltest aber nicht weg? Ja, ich habe überlegt, so zum Studienbeginn, ob ich umziehe, aber hat sich dann doch nicht ergeben. Und wo studierst du? Bochum. Ruhr-Uni. Und ist das um die Ecke? Ich verstehe es immer nicht. Also. Naja, oder im Ruhrpott, so als Berliner ist es so, in eine andere Stadt fahren, das ist für mich mit dem ICE verbunden und ihr hier macht das irgendwie so, ja, ich fahre mit der S-Bahn irgendwie drei Städte weiter, was? Das ist alles komisch. Also mit der Bahn brauche ich so 25 Minuten und mit dem Auto so 17. Ich habe ein Auto zu verkaufen. Nehme ich. 4-1, okay. Naja, was denn? Irgendjemand Schnapp machen. So, okay, aber deshalb bist du nicht hier. Du bist nicht hier wegen deinem Fahrtweg. Schön wär's. Du hast Probleme. Ja. Und möchtest darüber sprechen. Wie kann ich dir denn helfen, Victoria? Also das Problem ist, dass ich in einem Mehrfamilienhaus lebe und seitdem ich dort wohne, werden mir meine Pakete geklaut. Und sehr wahrscheinlich von meinen Nachbarn. Das macht's noch schlimmer. Ja. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also erstmal, wie viele Parteien wohnen in dem Haus? Mit mir zusammen 5. Mit dir zusammen 5? Ja, ich glaube 5, 6 ungefähr. Wie viele Etagen hat das Haus? 1, 2, 3, 4, glaube ich. 6 Parteien und 4 Etagen? Warte mal, unten wohnt eine Familie, dann oben nochmal 2, oben auch nochmal 2. Ich glaube insgesamt... Jetzt schon bei 5, okay. Ich glaube 3 insgesamt, aber halt noch Dachboden und okay. Keller. Ist auch gar nicht so wichtig. Oh, jetzt habe ich hier, ich habe Luna, merkt ihr das? Ich hab Luna-Krankheit, hier gehen so ganz komische Umwege. Ja, welche Farbe hat denn die Fassade? Nicht so wichtig. Geh raus, ey. So, okay. Und hast du schon irgendeinen bestimmten Nachbarn im Kopf, der das klaut? Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wohnen also mehrere dass das alle machen. Spaß. Okay. Also irgendeiner davon ist es. Irgendeiner davon ist es, aber auf deiner Etage? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich glaube eher nicht. Okay. Also ich habe niemanden speziellen so im Blick. Ja. Aber ich glaube, die von nebenan. Von nebenan? Na. Ja, die finde ich auch komisch. Ja, könnte sein, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich will auch niemand einfach. Familie oder so andere WG? Das ist so eine WG, würde ich sagen. So eine WG, ich blicke da nicht ganz durch. Da wohnen auf jeden Fall mehrere Leute. Ja. Aber wie die Konstellation. Komisch, die bringen immer barfuß Wäsche runter. Kommen dann mit anderen Schuhen wieder. Klopfen ständig, weil die Schuhe brauchen. So? Ja. Okay. Was, wie viele Sachen wurden dir schon gestohlen? Wir sind jetzt so bei 5 Paketen. Insgesamt. 5 Paketen? Ja. Echt, aber ich verstehe halt auch gar nicht, warum, weil ich bestelle nie so krass teure Sachen. Also das Erste, was weggekommen ist, war ein Bikini, den ich mir bestellt habe im Sommer. Ein Bikini? Ja, was will man damit so? Anziehen. Ja. Baden gehen. Das schon, aber ist doch geil. Irgendwann müssten die Sachen... Du wolltest den auch haben. Ja, das stimmt eigentlich. Kann ich auch verstehen, dass die den haben wollten. Ja, auch mal die anderen Leute sich reinversetzen. Victoria. Das stimmt. Okay, Bikini. Von welcher Firma? Ein teurer Bikini? Ja, von Hunkemöller. Einfach einer. Ich weiß nicht, was kostet sowas? So irgendwas zwischen 40 und 60, würde ich sagen. Also 50. Ja, 50. Sagen wir so ungefähr 50. Ich weiß nicht mehr genau, aber war schon ein bisschen teurer. Das ist schon ärgerlich. 50 das Euro ist schon ärgerlich, haben oder nicht ja. haben. Dann sind auch schon Geschenke weggekommen. Was zum Beispiel? Nintendo-Spiel. Nintendo. Also ja, also, du brauchst dafür ein DS Lite und der ist relativ alt. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner meiner Nachbarn den hat, also ist da, aber... Nee. Ach cool. Naja, ich glaube auch, also die, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man Pakete klaut, dann nimmt man die sich ja nicht, macht die auf und entscheidet dann, ob man es behält oder nicht. Weil in dem Moment, wo man es aufgemacht hat, kann, also weißt du? Ja. Also die werden das einfach so pauschal sich ein. Genau, man hofft, dass irgendwas Gutes drin ist und genau. keine Ahnung. Und dann plötzlich sitzt du da. Dann sitzt man da. Mit deinem Bikini und zockt DS. Als Mann. Genau. Ja. Okay, was noch? Eine Schallplatte ist schon mal weggekommen, die ich mir bestellt habe. Eine Schallplatte? Ja. Was für eine? Herbert Grönemeyer. Das ist Karma. Okay. Okay, was noch? Einfach so eine ganz normale Klamottenbestellung. Mhm. Was heißt ganz normale Klamottenbestellung? Ja, Hosen, T-Shirts. Einfach so eine. In welchem Wert? Ja, schon so 160 Euro. 160 Euro? Das ist echt mega ärgerlich. Ja. Das fuckt mich auch echt richtig ab.
Okay, aber würdest du die Klamotten erkennen, wenn du sie auf der Straße so siehst? Safe, ja. Ja. Deswegen, also eigentlich können die Sachen ja gar nicht anziehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich die irgendwann mal sehe, ja, mit meinen Sachen, ja, ist ja relativ hoch. Ja. Und es ist auch wirklich erst so, seitdem du da wohnst? Ja, also vorher hatte ich nie Probleme. Okay. Und jetzt bestelle ich die Sachen, also lasse ich die immer zu anderen Leuten liefern. Ja. Und es funktioniert ja alles. Und wenn ich zu Hause bin und der Postbote klingelt, dann übergibt er mir das ja und dann klappt es. Aber wenn ich nicht zu Hause bin, dann legt er das in den Flur und dann ist es weg, wenn ich nach Hause komme. Aber darf der das einfach so in den Flur legen? Muss also eigentlich, glaube ich, brauchen die so eine Abstellgenehmigung. Aber ich will jetzt nicht den Genehmigungstalk machen. Ich meinte eher so, die müssen doch irgendwo was ausfüllen, dann kriegt man es im Briefkasten, wo das Ding liegt, oder nicht? Hat er schon mal gemacht, aber meistens nicht. Also dann kriege ich einfach eine E-Mail, dass es abgelegt wurde oder einem Familienangehörigen übergeben wurde, aber ich wohne ja alleine. Mhm. Also ein bisschen sass, deswegen, ja, keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen creepy, okay. Aber hast du irgendwelche Verbündeten im Haus? Also verstehst du dich mit irgendjemandem gut? Nee, niemanden. Warum nicht? Also ich kenne die. Vielleicht will dir doch einfach irgendjemand eine Lektion erteilen. Meinst du? Ja, ich sag dir auch genau, warum. So, guck mal. Also, du bist da neu eingezogen. Wie lange wohnst du da jetzt? 2021. 23? 21. 21? Ja. Okay, egal. Du bist da neulich eingezogen und dann hast du dich da nie vorgestellt. So, bist nicht mal hingegangen, hey, ich bin die Ficky. ich mag Nintendo und Bikinis und freue mich auf eine gute Nachbarschaft. Hast du dich da jemals vorgestellt? Also als ich die begegnet bin, so beim ersten Treffen, ja, aber im mal Flur, so selber auch ich habe so gesagt, jo, ich bin die neue Nachbarin, die Vicky. Aber hast du mal richtig geklingelt und dich so vorgestellt? Nee. Ja, und vielleicht ist aber da die können auch kein Deutsch. Also ich keine Ahnung, vielleicht, also wir haben so Verständnisschwierigkeiten. Sprich mir nach. Und ja. Hello. Hello. I'm Ficky. I'm Ficky. I'm the new neighbor. Neighbor. I'm the new neighbor. I'm the neighbor. The new neighbor. New neighbor. And yes. And yes. So würde ich das beenden. Wenn, also wenn ich Englisch drauf losrede, endet es immer mit and yes. Was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, meine Nachbarn sind halt meistens betrunken oder bekifft. Ja. Und ich habe die bisher auch nur so angetroffen. Ja. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Na, vielleicht denken die, es sind ihre eigenen Pakete. Meinst du? Nee. Ich habe auch schon mal überlegt. Nee, glaube ich nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht den gleichen Nachnamen haben, aber ist eigentlich auch nicht der Fall. Nee. Dass man das vielleicht irgendwie verwechseln könnte. Nee, in der Regel weiß man ja auch, ob man was bestellt hat oder nicht. Also, was ich meine. Okay. Ja, also ich glaube, dass sich da irgendjemand an dir rächen will, dass du jemand da eine Lektion erteilen will, weil du dich nicht vorgestellt hast. Ja. So, dann denkst du, ja, nee. Einfach einer ist so bockig. Ansonsten, du musst mit irgendjemandem im Haus, der irgendwie vertrauenswürdig aussieht, mal reden und sagen, hier, guck mal, irgendwie sind hier immer Pakete verloren. Habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Also nicht jetzt gleich jemanden konfrontieren, sondern nach dem Motto, du hast geklaut, du Arschloch. Ja, das ist schwierig. Sondern hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Und dann kommt da vielleicht wird da ja so ein Drei-Fragezeichen-Fall draus. Es könnte sein. Oder so TKKG oder so Shit. Aber das Problem ist halt, dass die, glaube ich, Elfjährigen so einen Fall lösen. Die kennen sich alle untereinander und ich glaube, das ist auch eine Familie. Und deswegen ist das jetzt so schwierig. Jetzt wird's rassistisch. Nein, die sind wirklich alle eine Familie. Also die unten leben, sind, also die Frau, die da lebt, ist mit dem Typen von oben, das ist der Bruder. So. Also sie lebt unten mit ihrer Family und ihr Bruder lebt oben mit der Familie. Ich hab den Bruder verheiratet. Okay. Nee, also die kennen sich halt. Und ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt eine Person anspreche und alle stecken vielleicht unter einer Decke, man weiß das ja nicht, dann stehst du da wie ein nasser Pudel. Dann stehe ich da, ne, und dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Okay. Ja, aber ich habe schon eine Idee. Okay. Und ich habe überlegt, dass ich ein Fake-Paket inszeniere. Inszeniere. Okay. Dass ich das Trimmer-Paket und dann packe ich da irgendwie so einen GPS-Tracker rein und dann sehe ich ja zumindest schon mal, okay, liegt mein Paket noch im Haus. Okay. Und dann weiß ich, irgendjemand hat es hier noch. Oder direkt eine Briefbombe. Oder eine Briefbombe. Daran habe ich auch schon gedacht. Irgendwie so eine Stinkbombe oder so Glitzer, ganz viel Glitzer reinmachen und wenn die es aufmachen, dann ist das ja eine Spur. Wie quasi, weißt du, das ist dann so eine Spur. Hey, du hast wirklich Bock auf so TKKG-Shit. Ich habe wirklich Bock. Ich habe mir auch schon Grundgesetze bestellt. Also die kann man kostenlos bestellen im Grundgesetze. Internet. Gesetze. Mehrere. Ich hab mir 5 oder 6 bestellt. Okay. Kostenlos. Und ich habe die schon ein Paket reingemacht. Ja. Ich habe schon einen deftigen Brief geschrieben. Und ich war kurz... Das wirkt aber auch rassistisch, wenn da irgendwelchen Ausländern 5-mal das Grundgesetz... Ich hätte eine ganz missverständliche Situation. Das ist unser Gesetz, auf das wir uns berufen. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, dann könnt ihr auch gerne wieder gehen. Ja, also ich dachte, das könnte vielleicht Wirkung haben, aber so ein Dieb lässt das doch kalt, oder? So ein Grundgesetz.
Und dann noch so eine Nachricht dazu, ich weiß nicht. Stell dir vor, du wärst der Dieb. Würdest du dir denken, oh, das Grundgesetz und noch eine Nachricht von meiner Nachbarin, die ist voll wütend. Also würdest du darauf anspringen, wenn jetzt der Dieb wärst? Wenn jetzt, was ich machen würde? Nee. Und mich fragen so, hey, warum denn das Grundgesetz? Ich find's voll komisch, hä? Ja, ich würde einfach nur komisch finden. Warum denn ausgerechnet das Grundgesetz? Weil du es umsonst kriegst? Ja. Du alter Sparfuchs. Genau. Also, es war kostenlos und dann irgendwie so kann ich auf das Recht verweisen, dass man das nicht machen darf. Und dann, also weißt du, einen auf den. Ich bin mir und dann auch sicher, hast du schon mal ins Grundgesetz reingeguckt? Ja, so in der Schule halt mal, ne? Okay, also ich glaube, den Artikel, dass man seinen Nachbarn kein Paket klauen darf, den suchst du da vergebens. Ja, das ist eher so ein Zeichen, nur so ein Symbol. Das ist so eine Metapher für klau nicht. Mach das nicht mehr, bitte. Also es ist so ein bisschen rechts irgendwie alles, oder? Könntest du einfach so ein altes NPD-Plakat einfach so aufhängen, so gute Heimreise. Kennt ihr die noch? Boah, die sind witzig, gute Heimreise, einfach so gemalte Ausländer auf so einem fliegenden Teppich. Das ist schon, also nee, so soll das ja nicht rüberkommen. Ich will denen einfach nur eine Lektüre, wie sagt man? Nee, Lektion erteilen. Lektüre, das auch. Ich glaube, die schenken dir danach einen Duden. Ich glaube auch. Lass dir das eine Lektüre sein. Nee, ich will einfach, dass sie damit aufhören. So. Ja, das ist ja auch ein völlig legitimer Einmal Ansatz. Kann man mir was klauen, aber fünfmal? Fünfmal. Ist schon echt übel, ne? Das ist schon viel. Und mir werden auch noch andere Sachen geklaut. Also so ist das ja nicht. Was denn noch? Also ich habe im Keller einen Privatraum und da ist so eine... Das heißt privat, du hast einen Kellerabteil. Ja, genau, so ein Privatraum. Du brauchst wirklich einen Duden. Nee, das ist so ein, jeder hat ja so einen kleinen Kellerraum, meistens. Ja. So, und der gehört mir alleine und jeder hat halt seinen eigenen. Genau. Du hast einen Keller, mach das nicht größer als du. Es ist ein Keller, okay? Ja. Und da ist ja so ein, das ist so eine lange Röhre, Leuchtstoffröhre. Da kommt, die macht Licht. Und die ist lang und weiß. Aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Ein Knicklicht. Nee. Ich glaube, das heißt Leuchtstoffröhre. Ach, egal, es ist auf jeden Fall so eine Art Lampe und die wurde mir jetzt zum Beispiel rausgenommen aus dem Raum. Jetzt habe ich da kein Licht mehr. Aus meinem Privatraum. Aus meinem Privatraum. Das heißt, jemand ist da reingegangen, da sind halt auch noch so Privatdinge. Achso, an der Wand ist es angebracht. Genau, das ist hier wie so eine Lampe und die haben die rausgedreht. So. Okay. Genau, das ist zum Beispiel weggekommen. Aber das klingt ja fast nach persönlicher Schikane. Ich glaube auch. Und dann, also ich habe eine Leiter auch in diesem Kellerraum. Ja. Und die war dann auch für ein paar Wochen verschwunden und dann stand die einfach im Flur irgendwann wieder. Das heißt, jemand hat sich die geliehen, ist ja auch okay, so leide das. Aber man kann ja schon mal so anklingeln und fragen, jo, kann ich dann eine Leiter haben? Kann ich mir die ausleihen? Wäre es für dich okay, wenn ich die Leuchtstoffröhre abdrehe? Wäre es für dich okay, ich würde die gern abdrehen. Genau. Und als mein Freund mal bei mir übernachtet hat, war sein Reifen platt. Wahrscheinlich durchstochen. Und dann hatten wir einen Platten. Und ich weiß nicht, ob das so ein persönliches Ding ist. Ja, jetzt klingt es langsam ein bisschen persönlich. So lange bis persönlich. Ja, vor allen Dingen kommst du auch jetzt so peu à peu mit den ganzen schlimmen Infos. Ja, ich dachte, ich fange erst mal soft an und dann nenne ich die... That's what she said, okay. Okay, ja, also entweder hast du da eine Fehde am Laufen, von der du selber nichts weißt. Ja. Oder das ist irgendwie eine Verkettung von so Zufällen, die nicht so wirklich miteinander zusammenhängen. Aber ich glaube, du wirst nicht darum herumkommen, irgendjemanden da mal anzusprechen aus deinem Haus. Und wenn ich den Dieb anspreche, vielleicht ist dann quasi so... Vielleicht fühlt er sich ertappt. Vielleicht fühlt er sich ertappt und hört auf. Ja. Im besten Fall. Ja. Und wenn nicht, dann bleib nur noch... Im schlimmsten Fall hast du 5 Grundgesetze zu Hause. Ja. Tiefer kannst du nicht fallen. Das stimmt. Okay, aber sag uns mal, wie es weiterging. Mache ich. Okay. Oder wie bucht man eigentlich so TKKG und so? Diese Detektive? Suchen die sich ihre Fälle selber? Oder haben die so eine... Also jetzt mal ernsthaft... Kann man die so anrufen? Und so einen 9-Jährigen einfach, so was komisch ist, einfach so einfach so, yo, kannst du dich darum kümmern? Ja. Ja, kann ich machen. Bezahlung ist eine Naschtüte. Okay, ja, dann halten Sie auf Laufenden. Ein Applaus für Victoria, bitte. Dankeschön. Das Coole heute ist, dass wir einfach eine lustige Zusammenfassung der heutigen Folge geliefert bekommen. Von unserer Geschichten-Profi-Erzählerin Luna. Ein Applaus für Luna, bitte. Okay. Luna, du kleine Maus. Oder bist du eine kleine Maus manchmal? So ein bisschen. Okay. Also, was wirst du die Folge so kurz, wie wirst du die Folge zusammenfassen? War nett, ja, war schön. War nett, ja, war lustig. Schön. War lustig. Okay, ja. Was ist so passiert? Also, wir hatten erstmal eine Person mit digitalen Problemen. Digital, wie war nochmal der Spruch?
Digital katastrophal, was war das? Digital eine Qual. Okay. Dann jemand mit einem Auto, das verkauft wurde erfolgreich. Die Leute hängen. Ein Hund. Ein Hund, der sich jetzt angeschafft wird. Ja. Und da war noch was zwischendurch, oder? Ah ja, stimmt. Du hast deine Trophäe bekommen. Das ist keine Trophäe. Okay, Luna, also du hast das jetzt nicht so geil erzählt. Du hast deutlich leiser geredet als davor. Okay. Und wenn ich jetzt, wenn man jetzt nur so die letzten 10 Sekunden oder deine Zusammenfassung jetzt jemandem zeigen würde und den fragen würde, glaubst du, sie hatten eine gute Zeit, dann würde die Person, glaube ich, ohne zu antworten gehen. Willst du noch irgendwas sagen? Also mir hat es Spaß gemacht. Okay. Ein Applaus für Luna, bitte! Okay, Leute, mein Neujahrsvorsatz war, dass wir weitermachen und das haben wir jetzt gemacht. Und wenn ihr noch Bonusmaterial sehen wollt, dann geht auf Standard44-YouTube-Kanal, der ist hier. Hier könnt ihr klicken. Tschüss.